Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Messners Training. In diesem Video führe ich Ihnen vor, wie Sie XY-Diagramme, auch Punktdiagramme genannt, erstellen. Punktdiagramme werden immer dann verwendet, wenn Sie beispielsweise Messwerte in einem Koordinatensystem abtragen müssen. Dabei stellt die X-Achse meistens die Zeit dar und die Y-Achse steht für irgendeine Größe. Beispielsweise, wenn wir eine Messreihe über das Wachstum einer Bakterienkultur haben und wir die Zeit in Stunden messen, dann haben wir x-Werte von, sagen wir mal, 0 bis 24 zum Beispiel. Wir messen die ersten 24 Stunden, die Entwicklung also über den Tag hinweg. Und die Messgrößen, die sich dabei ergeben, man hat einfach unter dem Mikroskop sozusagen nachgezählt und hat dann diese Anzahl an Bakterien ermittelt, die hier in der Liste angegeben sind. Das Ganze in einem XY-Diagramm abgetragen, ergibt diese Darstellung. In der Regel wird man bei Punktdiagrammen keine Linien zwischen die Messpunkte einfügen, denn das könnte eventuell eine Gesetzmäßigkeit verdeutlichen oder nahelegen, die eventuell gar nicht vorhanden ist. Hier beispielsweise erkennt man, dass es sich vermutlich in diesem Zeitraum um ein exponentielles Wachstum handelt, aber an dieser Stelle gibt es hier einen Einbruch in der Bakterienkultur. Möglicherweise hat der Wissenschaftler, der diese Versuchsreihe leitet, an dieser Stelle einfach ein Antibiotikum hinzugesetzt, sodass hier sozusagen eine Aussterbewelle eingetreten ist. Nun, wie erstellt man ein solches XY-Diagramm? Man wählt einfach die Datengrundlage aus. Man braucht also eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate. Und ich habe jeweils dazu geschrieben, was diese hier jeweils bedeuten. Und ich sage einfügen und möchte an dieser Stelle über die Diagramme diese Art von Diagramm verwenden. Ein XY-Diagramm. Und zwar eines einfach nur mit Punkten, ohne die Linien dazwischen. Nämlich dieses hier. Und der Rest ist eigentlich wie immer nur noch Formatierung. Ich möchte es Ihnen nochmal einzeln vorführen. Nehme das Diagramm nochmal weg. Sage, ich klicke hier ins Leere und möchte nochmal ein XY-Diagramm einfügen, ein leeres in dem Falle, und möchte die Daten jetzt einzeln auswählen. Per Rechtsklick sage ich also Daten auswählen und möchte jetzt eine Datenreihe hinzufügen. Sie sehen, ich kann hier einen Reihennamen eingeben. Nennen wir sie einfach mal Bakterienkultur. Die X-Werte hole ich mir aus dieser Spalte. Und die Y-Werte entsprechend aus der Spalte daneben. So kann man das also einzeln angeben. Ich sage OK. Und nochmal OK. Und so sehen Sie, habe ich wieder mein XY-Diagramm. Ich sehe gerade, dass ich hier einen Schreibfehler reingetippt habe. Ich sage mal hier Bakterienkultur. Jetzt möchte ich natürlich noch erreichen, dass das Diagramm hier so aussieht in etwa wie dieses hier. Ich habe hierfür einfach eine Diagrammformatvorlage benutzt. Und zwar kann ich jetzt hier über den Entwurf eine Diagrammformatvorlage aussuchen, zum Beispiel diese hier, und kann dann die einzelnen Punkte hier in einer anderen Farbe darstellen. Hier möchte ich mal die Füllung anders einstellen, zum Beispiel in diesem Orange. Genauso die Rahmenlinie, obwohl die Rahmenlinie, wenn ich die Rahmenlinie einstelle, Sie sehen, dann werden die Linien zwischen den Punkten dargestellt. Das ist natürlich nicht das, was ich haben will. Ich möchte einfach bei der Markierungsoption die Rahmenlinie drumherum, das sieht man hier nur undeutlich, auch noch ausfüllen. Also per Rechtsklick kann ich dann sagen, ich möchte jetzt die Datenreihen nochmal formatieren, gehe über den Fülleimer, den Farbeimer, und sage, ich möchte bei den Markierungen hier eben diese spezielle Markierung verwenden, diese spezielle Farbe, das ist so richtig. Aber der Rahmen um die Markierung herum, der soll nicht blau sein, sondern eben in derselben Farbe dargestellt sein. Dann sehen wir noch, dass die Y-Achse anders dargestellt werden muss. Wir brauchen hier eine gelbe Schriftfarbe, vielleicht in der Schriftgröße 10. Ich mache das Diagramm auch noch mal etwas größer. Und wenn wir es vergleichen mit der Zieldarstellung, auch hier ist die X-Achse gelb dargestellt und die Zahlenwerte sind hochkant gekippt. Das können wir noch einstellen.
Ich wähle hier die X-Achse aus und wähle hier oben bei der Schriftfarbe eben die Schriftfarbe Gelb und kann anschließend hierüber in die Textoptionen wechseln. Über das Symbol ganz rechts außen, das Textfeld, kann ich dann die Ausrichtung bzw. hier genau genommen die Textausrichtung einstellen. Ich möchte den Text nicht horizontal haben, sondern um 270 Grad gedreht, also hochkant. Ich schließe den Dialog und damit haben wir im Wesentlichen die Zieldarstellung erreicht. Wenn ich nun auch die genauen Abmessungen dieses Diagramms einstellen müsste, dann würde ich hier über den Dialog per Rechtsklick sagen, ich möchte den Diagrammbereich formatieren und habe hierüber über dieses Symbol auch die Möglichkeit, die Größe des Diagramms einzustellen. Hier kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte 10 auf 10 haben, 10 cm in der Höhe und entsprechend 10 cm in der Breite. Sie können dann auch sagen, dass Sie das Seitenverhältnis sperren möchten beispielsweise. Ich kann den Dialog mal schließen und mal sehen, was jetzt passiert, wenn ich hier reinklicke und das Diagramm hier größer mache. Sie sehen, ich kann das nicht einfach nach rechts größer ziehen. Dann wird gemäß dem Seitenverhältnis nämlich auch die Höhe sich entsprechend ändern. Kommen wir als nächstes zu dem Kreis. Man kann nämlich mit den XY-Diagrammen auch mathematische Funktionen letztendlich darstellen, zum Beispiel hier einen Kreis. Und wir schauen einfach mal, ob wir genau das hier hinbekommen. Meine Datengrundlage besteht hier aus drei Spalten. Hier muss ich genau genommen sagen, in der ersten Spalte, das ist der X-Wert. Und die X-Werte beginnen bei 0 und erhöhen sich jeweils um 0,1. Und die eigentliche X-Koordinate für mein Diagramm oder für die Punkte in meinem Diagramm werden berechnet aus dem Cosinus von dieser Spalte und die Y-Koordinate wird berechnet aus dem Sinus dieser Spalte oder von diesem Wert. Sie sehen das in der Formel, Cosinus von A5, also Cosinus von dieser Zelle und hier Sinus von dieser Zelle. Somit ergeben sich für die X-Koordinaten meiner Punkte diese Koordinaten und für die Y-Koordinaten die Daten eben in dieser Spalte. Und ich baue jetzt wieder entsprechend mein Diagramm auf, sage, ich möchte jetzt einfügen ein Punktdiagramm und zwar wieder eines nur mit Punkten und kann dann wieder per Rechtsklick sagen, dass ich die Daten auswählen möchte. Und in diesem Fall möchte ich hier als Reihennamen einfach den Namen Kreis eingeben. Die X-Werte meiner Punkte, die finde ich in dieser Spalte. Und die Y-Werte, ich gehe nochmal nach oben, finde ich in der Spalte daneben. Bis hierhin. Wir sagen okay und nochmal okay. Und Sie sehen, dass wir den Kreis schon mehr oder weniger haben. Nun sieht man, dass die X-Achse hier automatisch skaliert wurde von minus 1,5 bis plus 1,5 und die Y-Achse entsprechend von minus 1,5 auch bis plus 1,5. Wir haben also dieselbe Ausdehnung waagrecht wie hochkant. Aber dadurch, dass mein Diagramm von der Ausdehnung her ein Rechteck darstellt, werden natürlich die Achsen hier auch entsprechend verzogen. Und das möchte ich mal anpassen. Per Rechtsklick sage ich an dieser Stelle, ich möchte den Diagrammbereich erstmal formatieren, damit wir hier ein schönes Quadrat bekommen, sodass eben die Höhe und die Breite genau gleich sind. Ich gehe mal hier über die Größeneinstellung und sage, ich möchte hier wieder ein Diagramm haben mit gleicher Höhe und gleicher Breite, also jeweils 10 cm. Entferne hier den Titel. Und dadurch bekommen Sie mehr oder weniger eine perfekte Kreisdarstellung. Wir färben den Hintergrund des Diagramms noch in grün. Also gehe ich mal in den Diagrammbereich rein, kann sagen, per Rechtsklick möchte ich wieder eine Füllung einstellen. Zum Beispiel diese hellgrüne Füllung. Dann muss ich noch die Achsen hier entsprechend formatieren. Ich möchte hier an dieser Stelle die X-Achse formatieren. Über den Farbeimer kann ich hier wieder sagen, ich möchte eine einfarbige Linie haben und zwar eine in diesem Grün, in diesem starken Grün. Die Linie soll außerdem ein bisschen stärker gezeichnet werden, vielleicht 1,5 Punkt.
Und die Beschriftung, da gehe ich hier über das Startsymbol bzw. über das Startmenü und wähle die Beschriftung oder für die Beschriftung auch die Farbe Grün in Fett und in einer größeren Schrift, in einer Zehnerschrift. Dasselbe mache ich für die Y-Achse. Ich nehme hier auch wieder eine einfarbige Linie in diesem Grün, 1,5 Punkt, Schrift Grün, Zehen und Fett. Ich schließe hier nochmal den Dialog und verglichen mit der Zieldarstellung sind wir schon fast angekommen. Wir müssen das Diagramm ein bisschen kleiner machen, die Datenpunkte hier noch in Grün darstellen und ein Rähmchen drumherum machen. Also gehe ich mal hier auf die Datenreihe und per Rechtsklick kann ich natürlich auch hier wieder die Füllfarbe festlegen auf dieses dunkle Grün. Wenn ich jetzt allerdings die Rahmenlinie einstelle, dann werden die Punkte hier mit Linien verbunden. Das ist nicht das, was ich will. Hier muss ich natürlich nochmal über Datenreihen formatieren gehen, über den Fülleimer, in die Markierungsoption und dort den Rahmen der Markierungsoption auch wieder setzen auf eine einfarbige Linie, eben in demselben Grün. Anschließend muss ich noch den Diagramm-Hintergrund, ich klicke mal hier den Rahmen hier an, den Diagramm-Hintergrund färben und den färbe ich natürlich auch in diesem Grün, in demselben Grün wie die Diagrammzeichnungsfläche und dann hätten wir gerne noch einen Rahmen drumherum und müssen das Diagramm noch kleiner machen. Also per Rechtsklick kann ich hier wieder sagen, ich möchte den Diagrammbereich formatieren und ich war ja bereits in dem Dialog. Und kann hier sagen, an dieser Stelle auch wieder über den Farbeimer, ich hätte gerne eine einfarbige Linie in diesem Gelb. Diesmal mache ich einen starken Strich. Nehmen wir mal hier 6 Punkt, sowas in dieser Art. Und anschließend können wir noch ganz unten angeben, dass die Ecken abgerundet sind. Als Größe für das Diagramm. Hier gehe ich über das Größensymbol, wähle ich mal eine andere Größe, zum Beispiel, sagen wir mal einfach 9 auf 9. Ist vielleicht noch nicht ganz die Zielgröße, aber es sieht im Wesentlichen so aus, wie es aussehen soll. Wie wir jetzt gerade an diesem Beispiel gesehen haben, kann man mit diesen XY- oder Punktdiagrammen eben auch mathematische Funktionen ganz wunderbar darstellen. Und das möchte ich Ihnen an diesem Beispiel nochmal zeigen. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Lissajous-Kurve und die wollen wir jetzt entsprechend darstellen. Das Datenmaterial finden wir hier. Die zweite Spalte, ich schreibe das mal hin, ist wieder die X-Achse. Die dritte Spalte ist die Y-Achse bzw. X- und Y-Koordinate. Und die Punkte ergeben sich jeweils aus dem Parameter T, den wir hier in Schritten von 0,1 hochzählen. Die x-Koordinate ergibt sich aus Sinus 2 mal t und die y-Koordinate aus Sinus 3 mal t. Ich werde jetzt den schnelleren Weg gehen, werde die Datengrundlage hier entsprechend auswählen und wieder sagen einfügen. Ich möchte nämlich jetzt ein Punktdiagramm einfügen und diesmal aber eines, das mit Linien verbunden ist. Ich nehme also dieses hier, muss ein bisschen hochschieben und wir sehen, den Diagrammtitel brauchen wir in der Zieldarstellung nicht. Wir brauchen außerdem keine Markierungspunkte. Also gehe ich per Rechtsklick in Datenreihen formatieren, über den Farbeimer in die Markierung und setze hier bei den Markierungsoptionen, nicht automatisch, sondern dass wir eben keine Markierungsoptionen, keine Markierungspunkte haben wollen. Die Linie selber, ich klicke mal hier auf Linie, machen wir wieder einfarbig und zwar als eine rote Linie. Ich klicke mal hier das Rote an. Den Diagrammhintergrund, ich kann ihn wieder auswählen per Klick. Hier hätte ich eben auch gern eine einfarbige Füllung, allerdings nicht dieses Grün, was ich eben hatte, sondern diesmal vielleicht diese Darstellung, beziehungsweise das war nicht die Farbe. Ich gehe hier über weitere Farben, hier in den Standarddialog und wähle diese Hintergrundfarbe aus. Ich sage okay, das ist ein bisschen heller. Als Rahmenfarbe verwende ich hier auch wieder eine einfarbige Füllung.
die hier ist zu dunkel. Wir probieren es mit dieser hier. Das sieht genauso aus. Dann werden wir noch die Achsen hier entsprechend formatieren. Ich klicke die Achse einmal an, dann ist sie ausgewählt. Ich werde hier eine einfarbige Linie verwenden, und zwar eine schwarze. Und die Schriftart, das mache ich hier über das Startmenü, wähle ich auch in schwarz und in fett. Und genauso mache ich das hier mit der Y-Achse. Ich muss sie nur erwischen. Ich klicke mal hier auf eine der Beschriftungen. Auch hier wähle ich eine einfarbige Linie in schwarz. Die Schriftart auch in schwarz und in fett. Ich klicke nochmal auf den Diagrammrahmen, sodass ich jetzt die Größe noch einstellen kann. Und ich wähle hier mal eine andere Größe, zum Beispiel auch wieder 10 auf 10 zum Beispiel. Etwa in dieser Art. Und wir schauen mal, wie das jetzt aussieht. Im Vergleich zur Zieldarstellung habe ich hier noch die Gitternetzlinien drin. Ich klicke die einfach mal an und mit Entfernen kann man sie eben wegnehmen. Auch diese waagrechten Linien. Und damit habe ich meine Zieldarstellung schon erreicht. Sie sehen also auch, mit den XY-Diagrammen bekommt man schöne Diagramme hin. Insbesondere kann man ganz beliebige Koordinaten angeben. X- und Y-Koordinaten eben. Für jeden Punkt eine X- und eine Y-Koordinate, und wenn man dann mehrere Punkte hat, dann kann man die im XY-Diagramm darstellen und gegebenenfalls auch mit Linien verbinden. Dafür sind sie eben da, die XY-Diagramme. So viel dazu. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues kennengelernt, und wir sehen uns vielleicht in den nächsten Videos wieder.